zu Ödipus, dem Mann, der seinen Vater tötete und seine Mutter heiratete, der sich selbst die Augen ausstach, als er die Wahrheit begriff. Das alles steht in dem Stück König Ödipus von Sophokles. In dem letzten Stück vor seinem Tod, Ödipus in Kolonos, sucht der greise Ödipus statt der Wahrheit die Gnade. Er weiß, dass das Alte untergehen muss, wenn Neues entstehen soll. Doch dem Neuen muss das alte Wissen anvertraut sein. In Wien hat einer der großen Wahrheitssucher des zeitgenössischen Theaters, Klaus-Michael Grüber, dieses Stück in der neuen Übersetzung von Peter Handke inszeniert. Anselm Kiefer hat das Bühnenbild und die Kostüme geschaffen und Bruno Ganz spielt die Titelrolle. Eine Nachbetrachtung von Christoph Rüther. Der blinde Ödipus, der Vatermörder und Gatte der eigenen Mutter, kommt nach Kolonos, um dort zu sterben. Was willst du wissen? Du hast getötet! Ich habe getötet. Ich weiß nicht, welches Stück so rein und so alle Situationen des menschlichen Lebens zwischen Eltern, Kindern, zwischen verfeindeten Verwandten, zwischen verschiedenen kleinen oder auch sich groß fühlenden Staaten, was Geschichte ist, was Gesetz ist. Kein Stück, das das so plausibel und so wild und zugleich gezügelt darstellt. Meine Kinder, die Mädchen, ein doppeltes Unheil, sind aus den gleichen Wehen wie auch ich hervorgegangen. So sind sie also deine Nachkommen und? Zugleich. Die Schwestern ihres Vaters. Bruno Ganz und der visionäre und geheimnisvolle Regisseur Klaus-Michael Grüber arbeiten seit 1972 zusammen. Mit Gewalt, weg mit dem! Und wenn ich's allein tu, vom Hals ein! Kreon, der Herrscher von Theben, überzieht das Reich des Theseus mit Krieg und versucht, Ödipus mit Gewalt als Talisman nach Theben zu schleppen. Demnach gehört die Polis nicht mehr mir! Der Schwache ist der rechtmäßige besiegten Großen! Theseus, gespielt von Otto Sander, weist Kreon mit einer geharnischten Anklage in seine Schranken und plädiert für eine Welt ohne Krieg. Nie würde ich einfallen in dein Land, beanspruche ich auch volle Rechtfertigung gegen den Bestimmenden dort, würde nie und nimmer jemand aus dem anderen Land greifen oder verschleppen, vielmehr wüsste, wie ein Fremder sein Leben auszurichten hätte bei den Bürgern einer anderen Polis. Ich finde nur einen Spruch ganz furchtbar, der ist, dass der Krieg, wenn er schon sein muss, muss das letzte Mittel sein. Also das ist überhaupt kein Mittel. Der Krieg ist kein Mittel. Der Krieg ist sowas Ungeheuerliches, sowas unvorstellbar Böses. Und nicht nur Böses. Böses könnte man noch ertragen. Aber es ist etwas unvorstellbar Schlechtes. Auch Polyneikes, der Sohn des Ödipus, führt Krieg gegen seinen Zwillingsbruder Eteokles und wird von seinem Vater verflucht. Was tue ich? Beweine ich, Kinder, erst meine Übel oder im Blick auf ihn, die meines greisen Vaters? Sowohl für den erfahrenen Schauspieler Otto Sander, der genauso wie sein Kollege Bruno Ganz an der Burg debütiert, als auch für seinen jungen Kollegen August Diehl, ist die Beschäftigung mit der Antike eine einzige Herausforderung. Wenn ich Tschechow lese, also zum ersten Mal das Stück, dann habe ich schon sofort, höre ich das, wie das klingt. Oder ich spreche es aus Instinkt sofort irgendwie und versuche das zu machen. Und bei antiken Stück war für mich ganz, ganz lange, dass ich erstmal zugehört habe, was da eigentlich drinsteht. Und es sehr, sehr lang fremd war oder ich mir das im wahrsten Sinne des Wortes vorstellen musste und nicht sofort in mir drin war. Ich glaube, das war für mich der große Unterschied. Und wenn es gelingt, werden wir ja sozusagen dieses Stück aus der Antike nach oben holen, für einen Moment nach Wien tragen und dann müsste es wieder so verschwinden. Also dass es nur ein Vorgang im Kopf bleibt, sich mit dem Stoff zu beschäftigen, weil das natürlich auch für die Hygiene im Hirn
sehr, sehr gut ist, wenn man sich ab und zu mal mit den antiken Sachen beschäftigt. Anselm Kiefer, einer der bedeutendsten Maler unserer Zeit, arbeitet zum ersten Mal für das Theater und ist verantwortlich für die Kostüme und das Bühnenbild. Als wir darüber gesprochen haben, über den Ödipus, hatte ich gleich die Idee von einem Sadhu, von einem indischen Mönch, der mit Asche, nur mit Asche bekleidet ist. Und in diesem Fall, in dem Fall von Sophokles, wandelt sich ja dieser Sünder, dieser Schuldbeladene, zu einer Lichtgestalt. Und diese Wandlung in dem Stück hat mich besonders interessiert. Und jetzt schnell, dass jemand mir den Landesherrn bringe. Ödipus atmet aus und wird von den Göttern aufgenommen. Keine Aktualität kann diesem ewigen Stück etwas anhaben. Es beweist, wie modern die sogenannten alten Griechen sind.